Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen St. Martins Video. Dieses Jahr werden wir eine Herbstlaub-Hexagon-Laterne machen. Bevor wir loslegen, vergesst nicht, unten meinen Kanal zu abonnieren und auf die kleine Glocke zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video hochlade. Jetzt lasst uns anfangen. Ihr braucht zuallererst ein Blatt Papier. Der Einfachheit halber verwende ich im Video ein A4-Blatt, aber da die Laterne recht klein ausfällt, empfehle ich eher ein A3. Ein Malkasten, Pinsel, einige Blätter aus dem Garten, Klebstoff, einen Stift, ein Lineal, am besten ein Geodreieck und eine Schere. Zuallererst grundieren wir das ganze Blatt Papier mit gelber oder hellorange Aquarellfarbe. Ihr könnt auch mal die Farbe wechseln, mal etwas heller, mal etwas dunkler. Aber ihr solltet euch zu den hellen Farben halten, da wir die dunkleren später für die Blätter brauchen. Nun bestreichen wir eins unserer Blätter, am besten ein relativ kleines, mit einem Rotton. Möglichst wenig Wasser nehmen wir dafür. So dass es durchgehend mit Farbe bedeckt ist. Nun drücken wir es an einer beliebigen Stelle auf das Blatt Papier. Und haben nun unseren Blattabdruck. So fahren wir jetzt fort, bis wir mit dem Ergebnis zufrieden sind. Nun müssen wir warten, bis alles vollkommen getrocknet ist. Nun drehen wir das Blatt Papier um und ziehen unten im Abstand von 5 cm und oben im Abstand von 2 cm zum Rand eine Linie. An der rechten Seite ziehen wir im Abstand von 1 cm ungefähr auch noch eine Linie. Und diese beiden Ecken hier markieren wir, da wir sie später ausschneiden werden. Das verbleibende Stück Papier müsst ihr jetzt in 6 Teile unterteilen. Das macht ihr, indem ihr von der Gesamtlänge eures Papiers 1 cm abzieht und das Ergebnis durch 6 teilt. Im Fall eines A4-Blattes sind das ungefähr 4,7 cm. Die 6 Punkte markiert ihr sowohl auf der unteren als auch auf der oberen Linie und verbindet sie dann. Danach verbindet ihr in jedem der 6 Felder die gegenüberliegenden Ecken. Wenn ihr A3 verwendet, verdoppelt sich der Abstand zwischen den 6 Markierungen und die untere Linie sollte auf etwa 8 cm erhoben werden. Jetzt schneiden wir unten die Linien bis an die waagerechte Linie an. Außerdem entfernen wir diese Ecken. Bis auf an den Laschen wird jetzt das ganze Papier eingeölt. Am besten verwendet ihr dazu einen älteren Pinsel. Jetzt falten wir das Papier anhand der markierten Linien. Zeit, die Diagonalen zu falten.
Zeit, die Laterne zusammenzukleben. Zuallererst werden wir hier oben die Laschen herunterkleben, sodass sie von außen nicht mehr zu sehen sind. Nun ist es Zeit für den Laternenboden. Hier müssen wir versuchen, den Winkel des Sechsecks möglichst genau hinzubekommen. Eine kleine Hilfe. Dieses Stück, diese Lasche, muss gegenüber von dieser Lasche, die hier sein wird, stehen. Das heißt, wir werden nun diese Lasche so befestigen, dass sie ungefähr so steht. Diese Lasche muss nun gegenüber von dieser hier sein. Und von hier an ist alles einfach. Jetzt tragen wir den Klebstoff noch auf dieser Lasche hier auf. Und können nun die Laterne endgültig zusammenkleben. Wir können nun noch die Knicke eindellen, um der Laterne ihr charakteristisches Aussehen zu geben. Dafür drücken wir einfach die geraden Linien ein. So. Und lassen die diagonalen Linien die Form bestimmen. Und nun ist unsere neue St. Martins Laterne fertig. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, unten einen Daumen hoch zu geben. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!